Kapitel 2: Symptome der Neugier. Oh, ist das der Teddybär-Friedhof? Oh Gott, das war knapp. Ich hoffe, die Wachmänner finden das, den Kanal nicht. Oh, was ist das für ein Ort? Ich hoffe, ich finde Mr. Mitleidchen. Ah, das wäre schon wünschenswert. Ich nehme einfach immer sofort die Pillen, weil ich das so super finde. Und da ist sie weg. Oh, erstmal. erstmal so umschauen. Oh nein, dein Arm fehlt. Zum Glück blutest du nicht. Ich habe es satt, dass die rote Milch aus jedem herausläuft. Wer wagt es, einen unschuldigen Teddy schutzlos zurückzulassen? Das würde mich auch interessieren. Ah, ich könnte daraus etwas herstellen. Sieht aus wie eine Tür. Okay. Es ist gut, einen gemütlichen Ort zu haben, an dem man bleiben kann. Ja, aber das ist doch nicht gemütlich. Naja, wenn ich sehr müde bin, kann ich das benutzen. Ich denke, ich werde nicht schlafen, bis mein Kätzchen ihn gefunden habe. Hübsches Pferd, dem König würde es gefallen. Hm. Ich kenne eine Geschichte, jemanden mit roten Schuhen und einem Hund. Okay, habe ich hier sonst noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Mr. Midnight, bist du da drin? Wohl nicht. Da vielleicht noch irgendwas? Komischen Wesen hier. Keine Ahnung. Gehen wir mal weiter. Ein Baum. Hallo Baum. Hallo Baum. Hallo Baum. Oh, hi. Wow, das sind sehr seltsame Blätter. Hallo? Ich will das nicht. Sehen etwas traurig aus und alt. Neugier ist verflucht. Verfluchte Neugier. Oh, ich mag es, neugierig zu sein. Wie soll man sonst etwas lernen? Aber was seid ihr? Ihr seid selbst irgendwie neugierig? Was ist die richtige Frage? Aber warum wäre angebrachter? Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Ich will nur den Schlüssel. Aber das ist nicht unser Schlüssel und deiner sicher auch nicht. Bitte gebt ihn mir einfach. Ich will wissen, welche Tür er öffnet. Ist uns völlig egal. Die Zuneigung zu dir ist einfach nicht vorhanden. Hallo? Ihr seid sehr ehrlich. Ich mag das. Ich bin ein Mensch. Friend, schön euch kennenzulernen. Interessant, erzähl uns mehr. Ich habe eine Katze. Naja, hatte. Er ist weg. Ich muss ihn finden. Wirklich? Ja, schon. Ja, wirklich. Gib mir jetzt bitte den Schlüssel. Sieh, Mensch, Fran. Wir kamen aus dem Süden. Wir flogen wie immer. Und keiner von uns interessierte sich für den Schlüssel. Und alle von uns stecken hier fest. Und wegen unseres langen Haars kommen wir nicht frei. Ihr seid also auch neugierig? Kann ich euch helfen? Wir bleiben oft an Bäumen hängen, aber dafür haben wir etwas. Und was? Einen wunderschönen Kamm, um unser Haar zu kämmen, wenn wir festhängen. Gebt mir den Kamm und ich bringe das in Ordnung. Gibt es ein Problem? Ein dreckiger Dieb stahl den Kamm. Jetzt hängen wir für immer fest. Wenn du den Dieb und den Kamm findest, bekommst du den Schlüssel. Abgemacht? Ja, aber wie sieht er aus? Es ist eine Ratte, eine dreckige, narzisstische Ratte. Er nahm den Kamm, um hübsch zu werden. Wir konnten nicht viel tun, also rannte er mit dem Kamm fort. Bitte finde ihn und befreie uns von dem Neugier. Ich hoffe, er ist nicht zu tief im Wald. Ich werde ihn finden. Wir werden hier sein und warten. Ja, haben wir gerade mal Schumpfköpfe als Freunde gewonnen.
Und das sind ihre langen Haare. Kann man hier sonst noch irgendwas anschauen? Nee. Dann gehen wir mal und schon sind sie wieder weg. Verschwunden. Okay. Hi, Herr Ameise. Oh, wow, du bist wirklich eine große Ameise. Wer ist da? Entschuldige, bist du real? Ach, du fragst immer das Gleiche. Immer. Immer? Was meinst du mit immer? Natürlich bin ich real. Wo bist du hergekommen? Ich bin aus der Nervenklinik geflohen. Aber bitte verrate es niemandem. Ich verrate es nicht, keine Angst. Aber was tust du hier? Meine Katze ist irgendwo da draußen und ich muss sie finden. Eine Katze? Ja, eine schwarze Katze mit großen gelben Augen. Mr. Midnight. Oh, verstehe. Tut mir leid, Mädchen. Oh, du hast ihn also nicht gesehen? Es ist so, dass die Katze gefressen wurde, gekaut und runtergeschluckt. Was? Gefressen? Was meinst du damit? Die schwarze Katze, die auf mich zugerannt kam. Und hast du sie einfach gefressen? Ich fange ihn. Ich gebe ihm meinem Käferschwein. Was? Mein Käferschwein ist hungrig. Oh, mein armes Käferschwein. Hat seit Tagen nichts gegessen. Und da ist ihm einfach meine Katze gefüttert. Super. Blaubeerenzeit ist vorbei und wir haben sie alle gegessen. Das ist mein Problem. Aufhören. Verstehst du nicht, Mr. Mann? Das ist alles, was ich habe. Alles ist falsch. Falsch. Oh, kleines Mädchen, nicht weinen. Ich kann für dich singen, wenn du magst. Oh, das sagen wir lieber nicht. Was soll ich jetzt tun? Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, allein zu sein. Doch, ich weiß es. Ich bin der letzte Überlebende. Lass mich dir helfen, ja? Wie könntest du mir überhaupt helfen? Die Verdauung ist nicht so schnell. Vielleicht lebt er noch im Käferschwein. Oh, super. Das ist bestimmt voll schön für die Katze. Sollte ich etwas tun? Das Käferschwein zum Erbrechen bringen vielleicht? Töte das Käferschwein. Er ist mein einziger Freund, aber ich brauche das Fleisch. Was? Er ist dein einziger Freund, aber du möchtest ihn essen. Ich bin neugierig, ob mein Kätzchen noch da drin ist. Tu es, das Käferschwein töten. Und ich, Antonia der Größte, werde das Fleisch essen. Okay. Aber bitte nicht die Katze essen. Oh, du Schwein, hast du meine Katze gefressen? Futtert die Pillen auch wie. Na? Oh, das sind schon wieder so Schatten. Und sonst. Oh, warum? Warum machst du das? Lass das sein. Ein kleiner Igel. Kein kleiner Igel mehr. Was für ein Vogel bist du? Siehst aus wie eine Eule. Bist du eine? Deine Federn sind wunderschön. Okay, jetzt. Wow, die schlimme Axt. Ich werde eine Kriegerin und Retterin der Dinge sein. Okay, jetzt haben wir also eine Axt. Können wir sonst irgendwas machen hier? Nein. Den Brunnen anschauen. Was steht da? Eingang hier. Mhm. Kann ich. Oh, yay! Okay, habe ich die Axt noch? Aber ich glaube, die brauche ich, um das Käferschwein kaputt zu machen. Oh, eine Feder. Kitzel, kitzel. Die behalte ich. Ich mag sie. Okay. Kann ich da rein jetzt? Wer hätte das gedacht? Hier drinnen ist kein Loch. Was? All meine Kräfte haben sich vereint. Etwas Unnötiges zu tun. Ja, super. Es muss eine Bedeutung geben, sonst wäre das nicht hier. Das war schon wieder verschwunden. So. Käferschwein, jetzt aber. Das Schwein hält nicht still.
Okay. Wenn ich das, kann ich das aus dem Haus kitzeln? Ich habe noch eine Idee. Wir haben ja eine Tür. Ich sollte erst eine komplette Tür herstellen, bevor ich das versuche. Okay, können wir da vielleicht... So, nein. Okay. Ich dachte, wir können vielleicht einen Türknopf drauf machen oder so. Also, ja, jetzt sind wir hier aber wieder irre und was? Ach, wow, das sind sehr seltsame Blätter. Ja, das hatten wir ja schon. Aber was, warum, wo, was kann ich tun? Zurück kann ich auch nicht mehr, ne? Ja, das ist ein bisschen blöd. Kann sonst auch nichts machen. Ja. Ist nicht so super. Was soll ich denn machen? Tschüss. Kitzeln? Ich kann das Käferschwein nicht kitzeln, das habe ich ja schon. Kann ich den aufdecken? Kitzel, kitzel. Ist groß, groß. Hey, aufwachen. Ich glaube, dem Käferschwein gefällt es gar nicht, getötet zu werden. Oh, verstehe. Aber das ist total normal, oder? Ja, aber was soll ich denn tun? Du musst ihm die besonderen Beeren geben, die Blaubeeren. Aber es gibt keine Beeren im Wald. Ich sollte dir das nicht sagen, aber ich habe die richtigen Verbindungen. Pass. Sie leben in meinem Haus. Sie haben Blaubeeren. Ach was. Mein Haus ist in dieser Richtung. Sei vorsichtig. Oh, danke sehr. Ja, ich wusste, dass wir irgendwie noch nach da hinten kommen, aber ich wusste nicht. Ich wusste nicht, dass wir zuerst mit ihm reden müssen. Hallo, Kätzchen. Nein! Schau, Fran. Ich bin in Gefahr. Finde mich lebendig. Finde mich tot. Piep, piep. Finde mich eines Tages in einem goldenen Käfig. Brrr. Okay. Das ist ja nicht so super. Was haben wir hier? Ein winzig kleines Haus. Hallo, ich bin Fran. Sieht lecker aus, soll ich? Vielleicht nicht. Und mehr Pilze? Da kommt kein Rauch aus dem Schornstein. Ein pilziges Rohr auf dem Dach. Warum hat er einen Pilz auf das Rohr getan? Vielleicht ist er verrückt. Wie du, Fran. Wie du. Wow, das ist ein wirklich großer Ameisenhügel. Okay. Das sind nur so komische Geräusche hier. Kann ich da jetzt rein? Das muss der Haus der Ameise sein. Sie scheint offen zu sein, aber sie klemmt. Die Macht der Zerstörung wird es niederreißen. Ja, schon verstanden. Oh nein, ich habe die Tür kaputt gemacht. Naja, jetzt komme ich rein. Da können wir ja den Türknauf jetzt mit unserer Tür kombinieren und haben die richtige Tür. Aber er hält nicht, okay. Okay. Später. Machen wir mal anders. Jemand hat vergessen, die Bürste zu säubern. Es ist genau an der Tür befestigt. Okay, Kleber. Ich sollte nicht zum anderen nehmen, aber ich will Superkleber haben. Zeit für Tee. Was haben wir hier? Was ist das? Unterhosen? Wie schockt sie aus. Das ist
Ameise gerne kleine Monster da drin. Das ist komisch. Ich dachte, Ameisen kochen kein Essen. Andererseits bin ich verwirrt und er ist keine Ameise. Er ist ein Mann, der wie eine Ameise aussieht, aber er muss eine sein. Okay. Selbst wenn ich das Fleisch mitnehmen wollte, ich komme nicht dran. Das Fleisch kommt nicht runter, ich muss hoch. Wenn Mr. Midnight hier wäre, würde er hochklettern und rankommen. Kann ich das mitnehmen? Was für eine gemütliche kleine Lampe. Okay, kann ich da hochklettern? Ja! Geht. Es macht ihm schon nichts aus, wenn ich etwas Fleisch mitnehme. Ich habe schon ein Stück Fleisch, ich fasse das nicht mehr an. Das Bett. Ich wünschte, ich könnte mit meinem Kätzchen auf dem Bett schlafen. Aber ich glaube, unter der Decke sind ganz viele Wesen. Käfer und so, die mein Gehirn essen wollen. Ja. Arme kleine Freunde. So verwirrt. Was ist das Zeug? Hey, du siehst böse aus. Ah, du bist sehr roh. Haha. Oh. Ein Baby Kiefern zappen. Haha, wie süß. Erstmal umschmeißen. Au! Blaubeeren. Au, das tut weh. Entschuldigung. Fall nicht vom Stuhl, sei vorsichtig. Hier kommt deine Mami, um dich zu retten. Wie geil. Ja, so geht man natürlich mit kleinen, hilflosen Wesen um. Kann ich den festkleben? Das kann ich nicht tun. Klar kannst du. Selbst wenn es klappt, wüsste ich nicht, wofür es gut ist. Damit der da nicht weggeht. Genug eine andere Lösung zu finden, glaube ich. Okay. Geht. Ich nehme diese Tasche nicht mit all den Ameisen drauf. Ich muss loswerden. Okay, aber wir wissen ja, dass Ameisen gern Fleisch essen. Und weg. Hallo, Herr Postbote. Oh mein Gott, ein Kammerjäger. Und der ist tot. Entschuldigung, Sie haben tonnenweise Ameisen auf sich. Ich glaube, Sie versuchen, Ihre Tasche zu stehlen. Es hat geklappt. Jetzt ist es meine Tasche. Was ist da drin? Tasche ist ein Antikäferzeichen. Tasche ist offen. Okay, aber... Ah, okay. Oh, eine Rattenwand, eine Art Karte. Kammerjäger. Der Text ist verschwunden. Eine Rattenfalle. Ich muss aufpassen, dass ich mir nichts einklemme. Okay. Kann ich das? Ist das ein Seil? Ich möchte das Seil gerne mitnehmen. Kann ich? Nee, ne? Wenn ich für mich Zähnentechnikern zapfe, ich hole mir die Blaubeeren, ne? Ich hab dich, tut mir leid, aber ich brauche diese Beeren wirklich. Ach, müsst ihr auch noch loswerden. Tja, das ist dumm gelaufen, ne? Aber ich kann nicht irgendwie das Baby umschmeißen und die Blaubeeren einfach nehmen. Ach, jetzt klappt's, aber gerade eben hat es nicht geklappt. Okay. Oh nein, sie haben die Tür verschlossen. Ja, warum nur? Okay, also jetzt habe ich die Blaubeeren. Hä? War es das schon? Die Fleischkönigin. Wow, Ameisenkönigin. So was habe ich noch nie gesehen. Okay. Ich glaube nicht, dass es was... Oh.
Aber du bist doch sonst in der anderen Welt.